Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir sind im Kapitel 9, keine Ahnung, wie es heißt. Und wir gucken jetzt erstmal, was Sie hier haben die unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Wenn ich hier aufwachen würde, hätte ich auch Albträume, sage ich dir, so wie es ist. Zum Krankenhaus, Gefängnis. Was? Lass mich los! Lass mich los! Wer? Wo? Hallo? Lass mich los! Lass mich los! Ja, wo bist du denn? Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Was? Ich will doch niemanden beunruhigen, ich will doch nur checken. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Kann ich hier eigentlich? Sie sehen gar nicht gut aus. Wie gern würde ich jetzt da drauf drücken? Diese Melodie. Erinnerungen können ungewiss sein. Ja. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Okay. Ich habe eine Frage. Ist das da Leslie? Also, das Kind? Und wer ist sie? Und wer ist das alles? Aber okay, sieht gar nicht... Wow! Hast du mich gerade noch da hinten? Sieht gar nicht gruselig aus. What? Okay, das war das Bild von dem Assassinen. Warum sieht es jetzt so aus, wie es... Jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Was ist euer Problem? Okay, also wir sind jetzt irgendwo hier. Ich habe keinen Schimmer, warum wir hier sind. Hallo? Ich kann nicht aufhören. Ich mach nichts. What? Okay, wir gehen jetzt erstmal kurz zurück. Also hier kann ich wenigstens rennen. Das ist schon mal nicer. Hier gibt es nochmal ein bisschen Glibber. Ich hab noch mehr Glibber. Okay, gut, dass wir zurückgegangen sind, um Glibber zu holen. Wir holen uns jetzt erstmal. What? Hier kann ich auch noch. Erstmal die Pistole. Okay, also hier gibt es anscheinend ein paar kleine Verzweigungen und wo wir hier Sachen aufnehmen können. Das finde ich gut. Ganz verstehe ich noch nicht, wo wir sind. Für Munition finde ich auch gut. Kann ich eigentlich hier alles mal durchlädeln? Hier, da habe ich nichts. Hier haben wir zwei Shoots. Hier haben wir noch ein Cotton Fragment. Jawohl, Cotton Fragment. Okay. Was erwartet uns da hinten? Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt gleich sehen. Also auf jeden Fall der Rabier. Da. Ich bin eigentlich... Ich wollte nur testen, ob ich ihn töten könnte. Jetzt habe ich natürlich geile Munition verschwendet, aber so. Geil, dass der Geglibber liegen lässt.
Das ist die Frage? Warte. Was? Das Haus habe ich schon mal gesehen. Ja, und wo? Also ich bin komplett verwirrt. Wie eigentlich in jeder Folge See You Within? Nice. So, das Haus haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Sieht sehr aus wie... Also, ich sehe auch Ähnlichkeiten mit Outlast. Einfach mal so, ne? Outlast sieht ähnlich aus. Das Haus. Ich war hier zwar noch nie, aber... So, dann lass uns doch mal gucken, was wir jetzt hier drin finden, oder vielleicht auch nicht. Hey! Halt, verdammt! Warum geht denn jetzt der Doc weg? Alter, jetzt macht er hier einen auf Leslie und lässt mich hier komplett alleine, oder was? Oh man, oh Manu, Alter. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, dahin. Grausame Absichten. Geil, Kapitel 9. Ja. Hat auch ein bisschen was von Resident Evil, muss ich sagen. Von dem ersten Teil. Und ich habe hier auch irgendwo eine Safe Room gehört. Und ich habe keine Ahnung. Alter, beruhigt euch. Wir gehen hier rein. Hier geht's nämlich erstmal in den Safe Room. Dann lesen wir uns erstmal hier unsere Police Story durch. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11, Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Rich Crimson City. Der 5-jährigen Lily Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores, 56, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detektive beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8. Brand. Okay. Das heißt... Im Endeffekt heißt das, dass wir... Ich hab's gewusst. ...eigentlich eine Tochter hatten, Lilly, die dann tragisch umgekommen ist im... Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, beruhigen Sie sich. Ich benutze auch gleich mein grünes Gel, weil wir gucken uns erstmal kurz die Zeitung an. Leichennahe Landhaus gefunden. Leichennahe Nähe von Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Okay, wer ist denn missing? Who's missing? Ruben, vermisst Ruben Victoriano, geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano, ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Ist da zufällig er hier oben? Oder Ruben? Was macht sie hier? Okay. Gut, wir werden jetzt gleich unsere Stats noch verbessern und werden nochmal kurz speichern, plus noch einen Schlüssel abgeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Damit haben wir unsere Stats verbessert und wir haben einen Schlüssel fertig gemacht. Wow! Was willst du von mir? Was willst du von mir? Geh weg von mir! Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. My friend, ist abgeschlossen. Kann ich hier einfach kommen? Das wäre auch geil. Jawollo. Okay, es ist gar nicht panisch. Kann ich mich einfach hier hinsetzen und ein bisschen Klavier spielen? Das wäre auch ganz nicer. Okay.
Sollte er uns jetzt hier hintreiben? Ist jetzt die Frage. Okay. Was haben wir hier? Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. What? Okay, okay. Hier muss ich anscheinend irgendwas reinpacken. Ich bin ein bisschen überfordert. Was war das? Leertaste nehmen. Oh ja. Bolzen. Oh ja. Lecker Bolzen. Okay, also der Assassine mag uns nicht. Der macht uns, glaube ich, nicht. Nicer. Hier könnte ich mich verstecken. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Habe ich zu spät gesehen. Sag ich so, wie es ist. Habe ich leider zu spät gesehen. Hallo? Okay. Okidoki. Gehen wir den anderen Weg. Hello, my friends. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Und seid hier auch gute Dinge. Hier geht's nochmal da rein. Okay, nice Dizer. Nicer Dizer. So, hier geht's auch nochmal weiter, aber da will ich noch gar nicht hin. Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Ganz kurz Richtung Assassinen. Oh, warte mal, hier liegt ja auch noch ein Zettelchen. Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Jimenez, dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Nice! Okay, vielleicht haben wir ja doch noch ein paar Sachen übersehen, vergessen. Können wir auch kaputt machen. So, lass mich raten. Jetzt kommt hier gleich dieses... Nee, kommt nicht. Lol. Ich dachte... Ich dachte, der Typ ist geil auf mich. Bisschen mal was weiter. Gut, dann gucken wir mal hier ganz in Ruhe weiter, was wir hier noch so alles finden. Oder vielleicht auch nicht finden. What? Was war das? So, hier hinter versteckert sich ja. Bombe. Die wir zum Glück entschärft bekommen. Ja, hallo? Nehmen Sie bitte. Kugel. Nehmen Sie bitte. Das da. Okay, und hier kann ich mich auch wieder verstecken. Okay, okay, okay. Sieht sehr nach Hide and Seek aus. So, hier waren wir eigentlich vorhin schon. Kurz. Aber. Das ist jetzt erstmal noch nicht so wild. Genau, das haben wir nämlich vorhin schon gelesen. Hier hinten hat sich noch was versteckert. Hier hat sich auch noch mal ein bisschen was versteckert. Okay, 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 okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und gehen mal den Gang jetzt lang, den ich schon eh gehen wollte. Ein Moment bitte. So, da ist er wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ja, gut. So, wo wollten wir denn hin? Also, wir sind jetzt da hingegangen. Genau, wir wollten jetzt wieder nach oben. Und zwar zu dem... Da, wo wir gerade eben waren. Nee, wir wollten gar nicht nach oben. Wollten wir nach oben? Wir können ja mal nach oben gehen. Oben waren wir noch gar nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir hier reinkommen. Nice.
Okay, wir gehen wieder woanders hin. Ich höre da Geräusche, die mir nicht gefallen. Nö, nö. Komm mal hier rein. Ach, guck mal an. Da ist das gleiche Bild, was wir vorhin gesehen haben, nur, dass er besser zu sehen ist und die Tochter, Schwester, keine Ahnung. Ja, da wurden die Augen weggestrichen. Okay. Da würde ich doch glatt behaupten, da hat jemand Probleme mit seinen Geschwistern. Die Maria. Die was war das? Also. Ja. Und ja, was auch immer gerade umgefallen ist, ich habe keinen Schimmer. Aber okay, du. Das war vorhin noch nicht so. Da war doch nur die Schwester, oder nicht? Der Dings und die Dings, die waren noch eigentlich. Okay. Also, wir bringen schon mal in Erfahrung, dass der Boy links. Der gequälte Assassine anscheinend ist. Das Ding hier will ich eigentlich noch gar nicht anfassen, aber ich glaube, das brauche ich für irgendwas. Ich nehme es mal mit. Unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Saves mit den Ziffern 0 bis 9. Was möchte mir das Spiel jetzt sagen, warum ich den Fokus auf dieses Bild legen sollte? Soll ich mich nicht umdrehen? Doch. Okay, das funktioniert. Dann gehen wir nochmal. Wir waren jetzt hier noch nicht drin. Okay, da kommen wir auch nicht rein, aber ist ja. Genau, das war ja vorhin abgeschlossen. Da sind wir ja ein bisschen weggerannt. Panisch! Hallo! Hallo! Kann ich einfach wegrennen? Hallo! Ich möchte wieder Klavier spielen! Ist das hier mein Safe Room? Nein, es ist nicht mein Safe Room! Kann ich einfach hier hin? Lass mich doch einfach in Ruhe! Ich hab dir nichts getan, weißt du? Nichts habe ich dir getan! Und du verfolgst mich wie so ein. Arschloch. LOL! Okay. Da ich keine Ahnung habe, durch die tausenden Unterbrechungen, die ich jetzt heute leider hinter mir habe oder währenddessen ich hatte, werde ich jetzt einfach mal die Folge mit diesem Tod beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge, The Evil Within, wo wir dann das Ganze probieren, fertig zu kriegen. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ein Comment am besten. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.